Aber guck doch mal, was ich hier für eklige Tentakeln habe. Ich bin ja wohl hier der ekligste von allen. Aber ich habe nur ein fettes Auge. Wie eklig ist das denn bitte? Ja, aber ich habe so widerliche Flügel und ich bin absolut schimmlig. Siehst du das nicht? Aber schaut euch mal meine heftigen Arme an, wie eklig. Und außerdem habe ich eine Zahnspange. Ach, meine bazilligen Freunde, wir kommen hier zu keiner Einigung. Lasst uns die magische Petrischale befragen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der ekligste im ganzen Land? Ich muss schon sagen, du da mit den Stielaugen, du bist schon richtig widerlich. Aber die anderen, die haben auch alle was für sich. Bakterien, ich kann mich nicht entscheiden. Wir müssen uns die Sachen noch einmal näher ansehen. Du meinst doch nicht etwa die Quetschkammer, oder? Oh doch, mein widerlicher Freund. Das ist leider die einzige Möglichkeit, um zu entscheiden, wer von euch der ekligste ist. Nein! Na gut, dann wollen wir mal mit dir beginnen, Kumpel. Mach dich bereit. Wow, du bist in der Nahansicht aber ziemlich eklig. Ich will dich gar nicht weiter angucken. Hau wieder ab. Kommen wir zu unserem nächsten Kandidaten. Mach dich bereit, gequetscht zu werden, Kumpel. Hör auf! Wow, deine Schimmligkeit tritt nochmal richtig hervor. Du bist ganz schön widerlich anzugucken, weißt du das eigentlich? Mal sehen, ob es für den Sieg ausreicht. So, wen haben wir denn hier? Als nächstes den Kollegen mit dem Stielaugen. Na dann, gut quetsch. Hör auf! Wow, deine Stielaugen sind richtig widerlich, weißt du das eigentlich? Blah. Na gut, aber nun erstmal zum nächsten. Ah, du bist es mit den widerlichen Tentakeln. Na mal sehen, was du in der Nahansicht drauf hast. Mach dich bereit. Oh, stopp, hör auf! Oh wow, aber hey, wo ist denn deine Ekligkeit geblieben? Man kann den Tentakeln ja kaum noch sehen. Na, ich glaube, du scheidest aus. Hau ab! Und wer guckt mich denn da mit einem erwartungsvollen Auge an? Haha, na dann, gut quetsch. Wow! Oh Mann, bist du widerlich, das schreckt ja selbst fast mich ab. Na gut, jetzt aber erstmal wieder weg mit dir. So, ihr fünf Widerlichkeiten. Nach eingehender Prüfung habe ich mich entschieden. Und der absolut ekligste hier in der Runde ist der Junge mit dem Einauge. Was, ich? Ich bin der ekligste? Oh yeah, ich wusste es. Mama wird stolz sein. Vergiss es, Kleiner. Ich bin hier immer noch der ekligste. Klickt hier für mehr tolle Geschichten.